Brüder und Schwestern, wenn man die Bibel liest, kann einem vieles auffallen. Mir fällt eines heute auf: der große Unterschied zwischen dem, wie Gott im Alten Testament ist und wie er dann im Neuen sich wieder neu offenbart. Weil wenn wir den König David sehen, der auf eine gute Idee kommt, den Tempel für Gott zu bauen, obwohl er ihn nie gesehen hat, kommt Gott zu ihm und ein bisschen vorwurfsvoll: Was willst du denn, kleiner Mann, eigentlich? Ne? Was willst du? Baue ein Haus für dich. Was willst du für mich ein Haus bauen? Ich habe angeordnet, ich werde in einem Zelt leben, wenn ich zu meinem Volk komme. Und man kann David auch verstehen. Also er wollte etwas Festes haben und er hatte auch ein bisschen Angst vor Gott. Also wie alle Israeliten. Also wenn Gott sich im Alten Testament offenbart, das ist normalerweise, abgesehen von ein paar Ausnahmen, kein leichtes Säuseln, sondern wenn Gott kommt, dann bebt die Erde und verfinstert sich die Sonne und die Berge spucken Feuer oder sonst was. Oder die Feinde werden niedergemetzelt. So offenbart sich Gott im Alten Testament. Anders auch, aber das kommt nicht so oft vor in den Erzählungen. Und dieser Gott, der im Alten Testament so allmächtig kommt, offenbart sich im Neuen Testament von einer anderen Seite als ein Demütiger, der zu Maria kommt und sie einfach fragt: Machst du mit oder machst du nicht mit? Im Alten Testament kommt Gott und ordnet höchstens etwas an. Im Neuen Testament kommt Gott, so beginnt das Neue Testament, zu Maria, einer ziemlich unbedeutenden Frau, aber das ist Gott schon gewohnt. David war auch kein bedeutender Mann, wie er berufen wurde. Aber er fragt sie ganz demütig: Willst du oder nicht? Und sie nicht zu erschrecken, schickt er sogar einen Engel. Und Maria konnte Nein sagen. So wie jeder von uns, wenn sich die Frage stellt, ob ich Gott ernst nehme in meinem Leben oder nicht, kannst auch Nein sagen. Die Welt wird nicht untergehen. Bei Maria hätte es bedeutet, es gäbe keine Erlösung. Und Gott lässt sich darauf ein, obwohl er seit Tausenden von Jahren sich danach sehnt, seinen Sohn zu schicken. Das ist das Versprechen, das er in den ersten Zeilen der Bibel uns gibt. Es wird eine Rettung kommen. Ich werde euch erretten. Und Gott weiß um die Konsequenzen seines Handelns. Trotzdem fragt er sie ganz demütig. Und mir kommt so vor, dass Gott auch einer ist, der dazu lernt. Er versucht es auf alle möglichen Arten zu uns Menschen vorzudringen. Und das sieht man im Alten Testament, das ist ein ziemlich dicker Schinken. Er versucht es und es klappt einfach nicht. Abgesehen von ein paar Auserwählten, von Propheten oder irgendwelchen wichtigen Leuten, die wir aus der Bibel kennen, die sich auf sein Wort einlassen. Aber wenn man genau liest, die drei großen Gestalten des Alten Testaments, die für das Volk Israel von größter Bedeutung sind, Abraham, Mose und David, sind alle untreue Schufte. Abraham hat seine Frau verkauft, fast. Also er hat sie dem Pharao gegeben, weil er Angst vor ihm hatte. Er hat sie dem Ehebruch ausgeliefert. Die eigene Frau, obwohl er ein Mann Gottes durch und durch war. Mose war auch nicht besser. Seine Karriere beginnt mit einem Mord. Und dann wird es auch nicht viel besser in der Wüste und darüber hinaus. Und bei David,
auch ein Mörder, Ehebrecher. Und trotzdem lässt er sich auf das Wort Gottes hier und dort ein. Aber Gott sieht, so wird es nicht gehen. Wenn er mit seiner ganzen Allmacht kommt, mit seinen Engelscharen und so weiter, das klappt nicht. Das glauben die Menschen für eine Minute und dann vergessen sie ihn. So ist es, so sind wir. Das Gute, was uns erwiesen wird, ja, man weiß das, aber die Dankbarkeit da hapert es ein bisschen oft. Man ist dankbar im Moment, zwei Tage später vergisst man es. Man gewöhnt sich an das Gute, was man hat, was nicht schlecht ist. Wir sind einfach so. Und Gott hat lange gebraucht, um es auch zu lernen, wie seine Schöpfung tickt. Und er hat es gerne gemacht. Bis er zu diesem Punkt kommt, wo er sagt, naja, jetzt verstehe ich, wie ihr Menschen gestrickt seid. Jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Also ich kenne meine Schöpfung jetzt. Und der Weg, den er einschlägt, ist deswegen ein ganz anderer. Er geht und sucht sich Maria aus. Und diese Maria stellte eine Frage. Willst du mit mir den Weg gehen oder nicht? Und Maria sagt ja. Und dieses eine Ja, die hatte keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Die war naiv, jung, unerfahren. Sie konnte es nicht abschätzen, was es bedeutet, wenn sie da irgendeinem Engel Ja sagt. Woher sollte sie das auch wissen? Und dieses eine Ja hat alles verändert. Und so ist es auch mit deinem und meinem Leben. Wenn du Ja zu Gott sagst, zu seiner Botschaft, wenn du wirklich Ja zu dieser Botschaft sagst, dass wir gerettet sind und so versucht zu leben, obwohl wir sehr oft wie Abraham, David, Mose und viele andere sind, sogar wie der heilige Petrus, der war auch nicht viel anders, auch ein schwacher Mensch. Wenn wir dieses Ja sagen, haben wir keine Ahnung, worauf wir uns einlassen und wie Gott wirken wird. Eines ist aber sicher, seine Gegenwart. Weil das ist auch die Zusage, die Gott uns gibt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind und das sind wir hier. Was wir auch glauben oder nicht glauben, in seinem Namen versammeln wir uns hier. Da ist er mitten unter uns. Das wird auch in der Eucharistie sichtbar, wenn wir Gebet über die gebrachten Gaben sprechen, über Brot und Wein, die zum Leib und Blut Christi werden. Aber Gott will diese Welt retten und das hat mit Maria begonnen. Wieder einmal. Und Gott möchte auch mit dir beginnen. Und dieser Advent zeigt auch etwas, was ich von einem guten Mann gehört habe, von Maximilian Oettinger, der gesagt hat, wir leben in einer beschleunigten Zeit. Und das ist nichts Schlechtes. Wir leben als Kirche in einer beschleunigten Zeit. Wir haben viel mehr Möglichkeiten als vor 10 Jahren. Sachen werden dringender. Handlungsbedarf hier oder dort wird so sichtbar wie noch nie. Und wir können die Welt verändern. Das ist die Botschaft der Bibel. Dass Gott einer ist, der sein Volk bemächtigt, einen Dienst für diese Welt zu tun. Gott braucht uns. Ohne uns kann oder will er diese Welt nicht retten.
Ich weiß nicht warum, weil ich kenne mich und so einige und ich weiß, wie resistent ich gegenüber dem Ruf Gottes sein kann. Jeden Tag aufs Neue wehre ich mich dagegen, vehement, ob ich es will oder nicht. Und Gott kommt trotzdem und fragt mich und dich, willst du oder nicht? Ich brauche dich. Und wenn die letzten Vorbereitungen jetzt noch heute und morgen starten oder weitergehen für Weihnachten, lass dir diese Unruhe nicht nehmen, die der Herr dir ins Herz legt. Dieser Advent ist wirklich so kurz, um eines auch deutlich zu machen. Man könnte sagen, es ist Zufall. Aber ich deute es auch für mich in diesem Sinne von dem, was Maximilian gesagt hat. Es ist eine beschleunigte Zeit. Die Zeit ist kurz. Du und dich sind dazu eingeladen, zu handeln. Nicht um Gott irgendwas zu beweisen oder der Welt etwas zu beweisen, sondern um ein Leben in Fülle zu haben. Schon heute oder morgen oder übermorgen und nicht irgendwann. Der Herr kommt jeden Tag zu uns aufs Neue und das Warten hat ein Ende.